Nein, Mr. Weller. Sie hat jetzt keine Zeit für Sie. Ich kann Sie nicht einfach aus einer Fruchtbarkeitsuntersuchung rausholen. Mir reicht's jetzt. Computersuche Rick 784283. Sofort unterbrechen. Autorisierung Gabe Weller, Tango Beta 3. Sir, das geht nicht. Sie können nicht einfach eine... Es funktioniert? Ich werde... Gabe? Was ist denn? Schatz, hör mir jetzt gut zu. Geh sofort da weg und auf direktem Weg zu unserem Shuttle. Was? Warum? Was ist denn hier los? Sie können doch nicht einfach so eine Sitzung unterbrechen. Es ist zurück. Sie sind zurück. Sag's niemandem. Gabe, du machst das. Diskutier nicht mit mir. Geh zum Shuttle sofort. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Und damit herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benjamin Steve. Ich bin Steve. Und wir spielen heute das Add-on von Dead Space 2. Severed. Und wir spielen anscheinend den einzigen Überlebenden irgendwie von einem Zweier-Squad. Wir sind Gabe. Und ja, ich würde mal vorsichtig sagen, um euch mal einen kleinen Mindfuck zu verpassen irgendwie. Wenn ihr mal die Stimme von Gabe anhört irgendwie und die Augen dabei schließt, es ist der sympathische IPS-Fahrer der Kaffee. So, das Bild lasse ich jetzt mal auf euch wirken. Viel Spaß dabei. So, wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir jetzt hier mal ein bisschen in eine Busche kommen. So, zack. Get it. So, schauen wir mal, was die Missionsziele tatsächlich sind. Ist das schon wieder bei dir laufen gerade? Ja, widerliches Geschmeiß. Das ist doch gekauft. So. Oh, ich schon höre, die sind. Ekelhaft. Einfach nur eklig. So, ja, wie wir ja schon gesehen haben, im Hauptgame, ach du Schande, hat's Isaac von der Sprawl runtergeschafft. Schauen wir mal, ob's Gabe ebenfalls schaffen wird. Und irgendwie versuchen wir anscheinend unsere Freundin hier, oder unsere Frau runterzukriegen. Okay, ich habe uns Stasimod und wir haben den Flammenwerfer erhalten. Schön, wunderbar. So, kurz nachladen, Schabums. Und auf geht's. Oh, und sofort in Shop am Start. Das ist ein seltener Luxus. Das ist wirklich ein seltener Luxus. Eins würde ich gerne mal probieren, und zwar die Handkanone. Ich habe im Hauptgame die Handkanone gehabt. Irgendwie habe ich sie nicht einmal benutzt. Irgendwie. Jetzt will ich die mal mitnehmen. So, für null. Kaufig. Hammer. So, okay. Mal ganz kurz, da haben wir die. Bang. Ist schon witzig irgendwie. Wir gucken mal, wie es so abgeht. So, fort damit. Und open. Eieieiei. Und schon geht der Stress doch gleich wieder los hier, Alter. Oh, komm mal. Ja, und die alten Cracks von uns, von euch wissen es natürlich auch irgendwie. Schön die Leichen immer komplett demontieren. Oftmals lassen sie hart fallen und vor allen Dingen, sie stehen nicht wieder auf. Ganz wichtig. Okay, anscheinend. Ah, so eine Art Stase-Kapsel finden. So, da geht schon mal nix. Ah, diese kleinen Mistviecher. Ah,
Die Trecker ja nicht mehr. Die Trecker ja so ja nicht mehr. Oh! Okay, mehrere. Wow! Shit! Okay, das hat jetzt gerade ein bisschen Power gekostet. Ah, so müde. So, lass mich doch mal ganz kurz rausfinden, wann wir nochmal rennen. Okay, hier unten die Schultertaste. Das ist schon wirklich leider ein bisschen her, das Spiel. Damn. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt releasen auf dem Kanal. Es kann halt sein, dass es ja zeitnah kommt. Dennoch liegt schon ein wenig Zeit zwischen dem Hauptteil und diesem Add-on hier. Okay, wir müssen hier rein. Tatsächlich war Cerberit, ich weiß gar nicht, ob es immer noch der Fall ist. Entspannt euch. Ob es immer noch der Fall ist, aber es war in Deutschland indiziert. Du hast es hier nicht bekommen, im PlayStation Store. Du musst es wirklich... Gabe! Ich habe versucht, sie auszusperren, aber sie kommen durch die Schächte. Scheiße. Komm hierher und hilf mir! Mein Alles klar. Bein hat Lübel erwischt. Okay. Scheiße, Price, du hast die Türen verriegelt? Ich komm. Okay, komm ich hoch? Oh, scheiße. Okay, nicht gut. Oh, kacke. Okay, Price, komm mal. Oh, die arme Sau. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, ach du Scheiße. Ist ja schon echt unheilschwer. So. Schnelle Container hier. Geplündert. Stase haben wir noch voll. Wunderbar. Brauchen wir nichts machen. So, wahrscheinlich wird hier gleich die Scheiße durch den Ventilator fliegen. Mein Glück kenne. Bitte verzeiht mir diese Euphemismen, aber bei Dead Space kann man es tatsächlich nicht anders nennen. Ist halt, einfach, es ist scheiße, was passiert. Es ist halt einfach krass. So, okay. Mal kurz ein bisschen vorsorgen. Zwei von den Kumpels hier zurechtlegen. Oh, krass. Klingt das fies, ey. Sind sie? Wow. Also die sind, finde ich, echt am gefährlichsten mit. Da werden sich wahrscheinlich auch die Geister streiten. Aber die finde ich schon ultra unangenehm, weil die halt so super fucking schnell sind. Einfach mies. Sind so ein bisschen meine Angst gegen den, diesen Stalker. Die waren auch echt so mega mies, ey. So, okay, weiter geht's. Ah, nochmal ein Safe.
So. Ah, Fahrstuhl. Oh Gott. Oh nee, der ist schon wieder so groß. Der ist schon wieder so groß. Der ist schon wieder so groß. 41 Schuss? Das soll wohl ein Scherz sein. Die wollen, dass wir inmitten dieser Scheiße jemanden jagen und zur Strecke bringen? Bartlett, Herrgott, antworten Sie mir! Weg, ich muss vom Krankenhaus, ich muss zu Lexin! Befahren Sie die Ruhe, Gabe! Ich halte Ihnen den Rücken frei. Lexin wird nicht geschehen, darauf haben Sie mein Wort. Ja, ja. Okay, neue Befehle. Gehen Sie zum Schiff. Es bringt Sie zum Krankenhaus. Was ist mit Simons Anweisung? Ich weiß, was ich tue. Gehen Sie jetzt einfach zum Schiff. Danke, Vic. Ich schulde Ihnen was. Bester Mann. Alter, ich sehe doch, dass die kommen da gleich runtergehüpft hier. Und schreit doch nach einem Ambush hier. Na? Na? Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, komm, 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 komm. Oh, das trifft mich. Eieiei. Ach du Schande. Ach du Schande. Okay. Okay, Alter. Die hat Power. Ist das so ein One-Shot-Waffe? Oh ja. Alter. Oh, die ist aber mies, Alter. Bang, bang, bang. Oh, ah, ah. Ding, 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 ding. Los, komm. War's das jetzt? War das alles? War das wirklich alles? Na toll. So, ja, wahrscheinlich war deshalb zensiert, weil man da wahrscheinlich, weil man da einen Nippel sieht da unten oder was, ich hab keine Ahnung. Lexin, hörst du mich? Komm. Gabe. Ja, ganz klar. Wo bist du? Hörst du, Schatz? Schaffst du es bis zum Shuttle? Ich komme nicht durch, Gabe. Alle versuchen zu fliehen, aber keiner weiß wohin. Schau nicht. Ja, muss eine Panik sein auf dem, auf der Raumstation jetzt, ey. Gottes Willen. Moment. Ich werde mal kurz etwas dezimieren, mein Kleiner. Man weiß ja nie. Verschlossen. Okay. Oh, tatsächlich waren wir, glaube ich, hier schon mal. So, renn ins Loch. So, wir schnappen uns erstmal die Kisten. Bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich halt zu viele Leichen irgendwo sehe. Erstmal sofort bei mir alle Alarmserien an. Okay. Die Kabel immer das dringende Bedürfnis, diese sofort irgendwie zu entsorgen. Hui! Und zwar so. Okay, hier müssen wir durch, aber hier kommen wir nicht durch, weil Stromversorgung hier noch. Notfallabsperrung, alles klar. Tatsächlich kennen wir das Areal schon aus dem Hauptspiel hier. So, so. Bye, bye. So. Und wir müssen wahrscheinlich halt diese Energietanks irgendwie umstecken. Sehen wir ja sehr schön. Okay, hier die Leitung hier hin.
So, wir sind ja anscheinend diesmal kein Ingenieur. Ach, scheiße. Sondern halt quasi halt Sportleader oder was in der Richtung. Ach, scheiße. Jetzt ist nicht nur einer, oder? Wo sind sie? Explosiv. Kanister? Nehmen wir sie mal Kanister. So, okay. Ultra lame, komm. Schub. Oh nein, müssen die alle überbrücken? Ah, oh, nicht doch. Kommst mal her. Fallen lassen. Bye bye. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, okay, wir müssen anscheinend ein, zwei Punkte überbrücken. Was wir wahrscheinlich auch sehr schnell bereuen werden. Wo ist er? Wo ist er hin? Da ist er. Einfach nur nichts. Einfach nur ekelhaft. Tarpongewehr, okay. Hopp, schätze nicht bei. Geh doch hier um die Probe rum, Junge. Bitte. So, okay. Reload. So, und da unten haben wir nochmal einen Überbrückungsknoten. Schon wieder. Und. Das ist der Grund, warum ich die Leichen jetzt ja nochmal entferne. Diese Infekter sind halt echt übel, ey. Sobald hier zu viele Leichen sind, hast du sofort so ein krasses Problem. Alter, 34 Schuss. Warum bekomme ich jetzt nicht mit weit? So, schauen wir mal, ob das jetzt hier reicht hat. Oder muss ich tatsächlich jetzt noch den Energieblock umsetzen? Nee, das ist. Schköppelt. So, dann flitzen wir mal los. Flitzen wir mal los. Und hier. Das ist der Weg. Bin durch mit uns. Ah, eine Workbench, wunderbar. Ein Shop, sehr schön. So, floppen wir mal was drin hier. Ach, die Rig könnten wir noch. Na. Okay. Gut, lassen wir es dabei. Ein flotter Safe noch hinterher. Haben wir eigentlich neue Anzüge haben wir keine mehr. Aber die konnte, glaube ich, bis Isaac im Hauptspiel benutzen. So. Oh, Energieknoten. Dankeschön. Sehr nice. Nehmen wir auch mit. Wow, okay. Da habt ihr jetzt gerade eben so eine. so ein Sekundärfeuer gesehen. Es ist effektiv. Ich kann es nicht anders sagen. Alter! Boah, hier unseren schwarzen Necromorphs. Die sind wirklich. Da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen. Die haben Power. Ah, hier. Aus wie Bennys Arbeitsplatz. So, können wir hier uns irgendwo noch verzuppen? Mann. Das ist ja
Zeit, dass wir uns hier verpissen. Nein. Rosa. Da hat mich das Spiel nur gefoppt. Es scheint so. Ja, tatsächlich schafft es ja halt selten ein Spiel, so wie. Oder hat's. Naja, eigentlich sind schon noch ein paar gekommen, aber Dead Space war halt eine richtig krasse Benchmark irgendwie. Was die Schockeffekte anging. Und vor allem die Erwartungshaltung. Oh nein. Oh nein. Die Erwartungshaltung an Schockeffekte. Oh fuck. Ja. Was sollten wir hier? Bravo. Na schön, jetzt wo alle tot sind. Hoffentlich. So, da drüben. Ich sage sehr häufig, oh nein, in diesem Let's Play, aber ich sehe schon da Leichen und ich könnte schon wetten, was passiert. Oh, das sieht mal geil aus. Oh shit. Okay. Das Problem ist, der wird das Feuer nicht einstellen. Tut mir leid, Gabe. Ich wusste, sie würden sich einmischen. Befehl ist Befehl. Oh, fuck, 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 fuck. Mist. Würde mir Jana da drüben noch mal so eine Explosionsflasche holen? Aber ich komme da nicht ran. Oh, fuck. Ah, das war nicht so geil. Mist. Mist, Mist, Mist. Schießt er in gewissen Intervallen? Oh, echt jetzt? Nein. Wieso? Ja, schön. Ich brauche tatsächlich diese Explosions-Schnuffis. Lass mich, hau ab, hau ab, hau ab. Das gibt's doch nicht. Nicht als? Das ist ja scheiße. So, reload. Ja, tatsächlich bin ich der Meinung, zwei Frontaltreffer mit diesen Explosivgeschossen irgendwie ausreichend, um die Sache zu klären. Ja, jetzt sind die Leichen weg. Wie schön. Wie schön.
So. So hätte es laufen können. Es war klar, sie würden sich einmischen, wenn sie es wüssten. Wenn ich was wüsste, Dick. Sie steht auf der Liste, Gabe. Lexine ist eine Hauptprobandin und muss terminiert werden. Was? Ah, das wäre gut, da binden. Scheiß werdet ihr mit meiner Frau tun. Bartlett, Sie halten sich gefälligst von meiner Frau fern. Hören Sie, mir gefällt das ebenso wenig wie Ihnen. Aber der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist der, dass ich meine Befehle befolge. Der Unterschied zwischen Ihnen und mir, Vic, ist der, dass ich ein Leben habe. Und das werden Sie mir nicht wegnehmen. Wir sehen uns im Krankenhaus. Lexine, hörst du mich? Gabe, ich kann... Sind irgendwelche Soldaten in deiner Nähe? Was? Nein, ich kann in der Menge kaum etwas erkennen. Pass auf, Lexine, du musst dich verstecken. Halt dich von Vic und anderen Soldaten fern. Sie wollen dich umbringen. Okay. Oh, ach, guck mal an hier. Ich bin jetzt in der Psychiatrie. Scheint alles verlassen zu sein. Gut, bleib da. Ich komme. Kampfszene aus dem Hauptspiel. Wunderbar. Hier sieht man noch den erlegten Endboss. Großartig. Cool gemacht. Also. Schild. Kommt mir auch tatsächlich ein... Alter, okay, was? Na toll. Oh, scheiße. Okay. Ah, wir schon kurz vergessen. Was? Wie? Oh nein! So, Entschuldigung, bitte, ich habe gerade den Stase-Button nicht gefunden. Wie gesagt, das ist lange her. So, es ging doch noch irgendwie. Genau, damit lade ich das auf und damit lade ich mein Health auf. So, okay, Stase hätte ich natürlich jetzt aufladen können, aber darum ging es jetzt gar nicht. So. Dumpfe in den Ohren, das ist echt wahnsinnig gut. Also ich stehe echt auf Dead Space. Ich bin auch gespannt, irgendwie. Oh, hey, hey, hey. Es soll ja das Remake kommen. Und tatsächlich bin ich auf das Remake gar nicht mal so gespannt. Irgendwie eher tatsächlich auf Callisto Protocol. Das wird auf jeden Fall richtig geil werden. So, get to the job. Drei Knoten haben wir noch. Ich wage auch zu bezweifeln. Oh, schön, vier Knoten noch. Ich wage auch zu bezweifeln, dass wir die alle brauchen werden irgendwie. Scheiße. Gabe, hier sind noch andere. Seltsame Männer in Weiß. Ich glaube, sie jagen irgendetwas. Haben sie dich gesehen? Noch nicht. Gut. Versteck. Lass dich nicht blicken. Okay. Ich liebe dich. Beeil dich, bitte. So, jetzt haben wir die noch mit drin. Aus Bumskapazität haben wir 19 Schuss. Müsste mal bei 150 sein, tatsächlich. Okay, alles klar. Weiter geht's. Shit. Oh, scheiße. Ja, diese Pflegepersonal von euch. Oh, fuck. Die Arme kriechen auch schon auf dem letzten Loch. Oh!
Gegner sind einfach mega geil in diesem Spiel. So, Spiel, das sind definitiv Suchei-Wehrspiele irgendwie. Wenn ich mir mal die Munition so angucke. Aber nicht mit mir. Ich lass mir das nicht aufzwingen. Kann ich hier noch nicht hin? Doch, kann ich. So, schau mal da hinten nochmal. Vielleicht finde ich hier noch etwas anderes außer dem Tod. Ah, ein Knoten. Zahlreiche Tote. Cash. So, gut. Lassen wir es dabei. Strategie, Gabe. Ihre Frau über einen zivilen Kanal anzufunken. Jetzt ja, kann ich Fuchs. Sie orten. Danke für die Warnung, Bastard. Das wird nicht mehr vorkommen. Nee. Scheiße. Ja, hätte nicht aufgepasst, aber was willst du machen? Scheiße. Okay, das hört sich ja schon wieder an, als wenn hier wieder so ein Tentakelvieh an den Wänden ist. Das sieht so eklig aus hier. Hier kann auch nicht rennen. What? Full? Das kann ich mir nicht vorstellen. Moment. Alter, wo ist denn mein Menü? So, Freunde, Krankenstation. Wo ist meine Frau? Aha. Scheiße. Mist. Hallo? Ist denn jemand vom Pflegepersonal da? Ach du Scheiße. Ah. Oh. Kommt er? Alter, ein Mistmann. Yeah.
Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Wie ging mein Menü? Da, mit Selecte. So, gut. Dann werden wir hier mal ein bisschen kurz aufräumen. Entfernen. 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 Denn Impuls, Munition ist das, was ich haben will. Zack. Credits nehmen wir auch noch natürlich noch mit. This is the way. Scheiße. Oh, fuck. Hau ab! Hau ab! Hau da runter, Mann! Ein Stretch am Arbeitsplatz. So, was nehme ich denn dieses blöde Suchergewehr Munition mit? So, jetzt hoch. Und dann werden wir jetzt aufgreifen. So, auf geht's. Ja, Sie können mich mal, Bella! Spielt der? Freundchen. Und schafft das nur nach hinten. Oh shit. Okay. Alter, jetzt ist aber hier. Komm. Hier mit Mülleimern schmeißen. So, Credits. Da müssen wir lang. Das ist du. Oh, fuck. Ich muss auch wirklich sagen, dass halt so eine Krankenstation halt auch in so einem Horrorspiel halt auch immer scheiß gruselig ist. Und auch im wahren Leben. Immer gruselig. Alles mit. Stase Pack. Credits. Uiuiui. Ach, die schönen Blumen. Jetzt hör auf. Mensch. So ein bisschen. Komm, hau ab! Die Todesszenen sind halt auch wirklich echt mega, mega, mega eklig irgendwie. Diese Mistvieh zum Beispiel enthauptet dich halt einfach schlicht und ergreifend und setzt dann halt seinen eigenen Kopf dafür ein. Wie eklig ist das, Alter? Wie eklig ist das? Reload. Cool, alles klar.
Igitt, Alter. Igitt. Die vergangen ohne einen. Er schüttelt mich sofort bei diesem Gegnertyp. So, na, schön, dass wir da waren. Irgendwie. Hat jetzt nicht so viel gemacht. So, okay. Vielleicht können wir noch ein bisschen ausdünnen. Das sieht gut aus. Das machen wir. Heilung ist ganz gut. Und überwichtig. Nein! Alter! Hau ab! Los! Renn! Na, ich hab hier was nicht. Bitte nicht in 1000 kleine Viecher zerspringen. Danke. Ach Gott. Weiter geht's. Hallo? Kann man hier mal Wasser ausmachen? Sag mal. Was soll denn das? Das ist doch totale Verschwendung. So, okay. Ach Gott. Zieht euch schon bewusst an diese widerlichen Zauns an. Gottverdammte Genies, die dieses Spiel gemacht haben. Wirklich. Kranke, widerliche, hochgradig krasse Genies. So. So. Und vier Stufen uns mal hier einen davon rein. Ja, vielleicht. Gönnung, wie Benny sagen würde. Dieser Raum war. Ja, ach du Scheiße. Oh. Ich bin wirklich hochkonzentriert hier irgendwie. Tatsächlich. So. Zack, nehmen wir noch mit. Es wirkt vielleicht nicht so, aber es ist tatsächlich wirklich so, dass man ganz schön sagt, okay. Trotzdem, dass alles so alt ist, dieses Spiel, ist die Idee, die Angstträgermechanismen funktionieren immer noch. Einfach grandios. Ist auch echt, ich meine, schaut euch das an, das ist, was ist das, 2010? Und das ist jetzt nicht schlicht gealtert, muss ich sagen, das Spiel. Hey, Kumpel. Ach du Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Du, ich würde dir gerne helfen, aber... Ach, jetzt eine Scheibe dazwischen. Klar, Mann. Irgendwie glaube ich, dass das gleich schlimm wird. Ja.
2. Nein. Oh. Alter, der ist aber flink. Muss ich dich leider etwas bestrafen lassen. Eine große Fresse jetzt hier. So, okay, gut. Könnten wir uns endlich nochmal hier einen kleinen reindremmeln. Und gleichzeitig den anderen aufnehmen. So, und ab dafür. Weiter geht's. Oh. So. Müssen wir Tee nehmen? Sie waren die ganze Zeit nur Schachfiguren. Lexine war Teil des Oracle-Programms, eine Laborratte. Sie wurden nur gebraucht, um sie zu schwängern. Aber jetzt sind sie beide Sicherheitsrisiken. Tut mir leid, Gabe. Okay, die Story-Vermittlung ist natürlich... Oh, tut mir leid, Gabe. Na. Was ist denn mit dir los? Was ist los? Denn wir sind ruhig. Wo ist er? Mann. So, jetzt krieg ich hier wirklich langsam ordentlich Platzprobleme. So, dann entfernen. B nutzen. So, mitnehmen. Happy sein. So, zack, durch. Aber man stellt sich mal bitte vor, ihr seid hier. Oh Gott, oh Gott. Okay. Wow, okay. Na, okay, wir sind. Nein, die Milch möchte ich bitte nicht haben. Ich möchte das haben. So. Okay. Gut, also ich bin relativ gut ausstaffiert jetzt hier irgendwie. Mit allem, was ich brauche. Von daher. Oh! Ist doch nicht dein Ernst. So ein Penner. So ein Penner. Wie groß ist denn diese Krankenstation hier? Ist am Hauptspiel nicht so riesig gewesen oder was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mach mal ein Safe. So, vor allem, wo ist denn meine Frau? Meine Frau kann doch hier. Ja, unmöglich alleine durchgekommen sein hier durch diesen Wahnsinn. Entschuldigung, aber. Hallo? Was ist mit dem Stachel hier? Nicht durchnehmen. Da bin ich ja dagegen, ne? Da bin ich ja sowas von dagegen. Mann, ey, schade. Aber stopp, man muss ja irgendwie gehen.
Warum kann ich hier den Leichnam nicht? Okay, gut. Lässt sich jetzt nicht ändern. Echt jetzt, ja? Ach komm. Na gut, egal. Was soll's. Ja, mit Homeoffice ist ja heute wohl nichts, ne, Freunde? Ha, 12 Uhr. Alle sind in der Kantine. Verstehe. Nein! Aufhören! Hände weg von mir! Oh, Gabe, Hilfe! Finger weg von meiner Frau, Bastard! Nicht jetzt, Weller! Warum folgen Sie Freaks mir? Sie haben Tightman gehört. Alle Hauptprobanden müssen terminiert werden. Befolgen Sie Ihre Befehle! Wessen Befehle, Mr. Bartlett? Und welche Hauptprobanden? Wir haben unsere Befehle, Mr. Bartlett. Und an die halten wir uns. Nein! Wer sind Sie? Lassen Sie mich in Ruhe! Wer sind die denn jetzt? Sind die von Unitology? Gabe! Nein! Gabe Weller. Er hat seinen Zweck erfüllt und könnte Ärger machen. Schnell, solange sie noch lebt. Der Ausbruch wird sich um ihn kümmern. Wir können sie nicht schützen, wenn so viele Diener frei sind. Nein! Lass sie! Scheiße. Mann. Dankeschön fürs Öffnen. So, lass mich raten, weg unten bin, sind die natürlich wieder weg. Ist ja klar. Von oben? Ja, von oben. Achso, nee, das ist schon richtig gewesen. Okay, verstehe. Mhm. So. Okay, das ist gut gewesen. Was ist denn das für eine Klappe hier? Oh Mann, was ist denn da? Hier. So. Was? Neue Jacken. Klingt nicht gut. Klingt echt nicht gut dahinter. Nein, Alter! Hau ab! Na toll! Ja! Ah, so ein bisschen wie das Ding aus einer anderen Welt. Einfach nur eklig. Einfach nur eklig. Alles will ich töten. Alles will ich einfach nur töten. Scheiße. Oh Gott. Jetzt in die Ecke gucken wir erst an. So, okay, da ist noch was. Oder? Verdammt, ne? Mann. Ist jetzt schlimm. So, was haben wir? Was haben wir? Na, Munition haben wir erstmal neu noch. Das passt. Weiter geht's. Diese scheiß Stalker. Oh nee, diese Stalker. Kasse die.
Scheiße. Gegner designt, die sind so krass. Oh, na klar. Aber das war das letzte Mal auch schon so eine Hacke hier irgendwie. Wie sind wir denn genau? Da müsste ich mir auch denn irgendwie so eine Energiebox von A nach B schleppen im Hauptspiel. Nimm mit! Take it! Definitiv schon angeschlagen. Wo ist er? Wo sitzt er? Ah, Kids, echt jetzt? Kind. Oh. So. Nein. Also man hätte das jetzt auch alles einfacher und stilvoller haben können, irgendwie mit mehr. Salopp gesagt, mehr Skills, aber wie gesagt, ey, seht's mir bitte nach. Ist schon etwas spät und lange her. Ach. Mann, ich will das Ding nehmen hier. Na gut, müssen wir jetzt verstehen. Mir egal. Ist mir total egal. Bada-bada-boom. Na klar. So, jetzt pflanzt das Ding da hinten rein. Ja, tatsächlich machen die Minen doch ganz schön viel Spaß. So, zack, und rein damit. Oh shit. Oh Mann, du fetter Schweine! Schiff abflugbereit! Ich versuche. Warum? Sie
meinem Schiff. Du hast keinen Anzug für das Vakuum. Vakuum? Oh je. Wenn irgendwo Explosions... Ach nee. Halte durch, Schatz. Befolge nur Befehle. Halt durch! Granate, Mann, hau weg das Ding! Mist. Halte durch, Schatz. Nix da, fort damit. Oh. Scheiße. Oh. Alter! Nein! Das ist nicht möglich! Alter! Ich kann die Außentüren von hier aus aufsprengen, damit du entkommen kannst. Du und das Baby. Ich liebe dich, Lex. Ich liebe dich. Scheiße! Oh Mann! Sie kommen in Massen. Ach du Scheiße. Das war das Add-on zu Dead Space 2 Servered. Krass, war cool irgendwie. Aber es war ein ganz schöner Arschaufriss, das damals auf die Hand zu kriegen irgendwie. Und tatsächlich jetzt auch, nachdem man jetzt hier mal so die alte PS3 entstaubte nochmal für das Ding. Schön, dass wir es auf den Kanal bringen konnten. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Helft den Kanal zu wachsen. Und hey ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Projekt hoffentlich. Bis dann. Ciao.